Hallo und herzlich willkommen, Frau Schönenbach. Möchten Sie sich vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich heiße Rebecca Schönenbach, bin die Vorsitzende von zwei Vereinen. Der eine ist Frauen für Freiheit, der sich hauptsächlich gegen politische Gewalt mit dem Ziel, Gleichberechtigung abzuschaffen, einsetzt und diese dann bekämpft mit Konzepten und Ideen und Vorschlägen und Informationen. Und der andere heißt Veto, Ausrufezeichen für den Rechtsstaat. Und das ist ein kleiner Verein, der sich hauptsächlich mit Sicherheitsfragen beschäftigt. Beide Vereine arbeiten rein ehrenamtlich. Also alle unsere Teammitglieder sind Ehrenamtliche, ich auch. Und hauptberuflich arbeite ich in der Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus und da mit Spezialisierung auf die Bekämpfung von Finanzierung von Extremismus und Terrorismus. Erzählen Sie uns, welche Dimensionen hat Gewalt gegen Frauen? Also es gibt verschiedene Dimensionen. Die bekannteste ist natürlich häusliche Gewalt, wo immer noch gesagt wird, es ist der größte Teil der Gewalt. Das stimmt tatsächlich nicht unbedingt, vor allem wenn es um tödliche Gewalt geht. Also Mordrate an Frauen sind ungefähr zwischen 37 bis irgendwas 40%. Also sehr, sehr hoch, dass Frauen von ihrem persönlichen Umfeld umgebracht werden. Aber mehr Morde geschehen tatsächlich in einem Umfeld, das nicht von den Frauen kommt. Und bei häuslicher Gewalt wird leider auch nicht unterschieden, wenn es zum Beispiel politische Gewalt ist und nicht Gewalt aus persönlichen Motiven. Politische Gewalt bei uns, Morde an Frauen, sind hauptsächlich Morde, die bei uns als Ehrenmorde bezeichnet werden. Und das sind Morde, die von der eigenen Familie der Frau begangen wird, also nicht vom Partner oder Ex-Partner, was bei häuslicher Gewalt der Fall ist, mit dem Ziel, die Frau daran zu hindern, selbstbestimmt zu leben. Und zwar aufgrund von entweder religiösen oder tradierten Regeln. Also bei Jesiden ist es oft so, dass die Frauen dann bedroht oder sogar umgebracht werden, weil sie einen externen Partner heiraten oder überhaupt mit ihm zusammenleben möchten. Das ist dann in der endogamen Gemeinschaft verboten. Bei islamischen oder vielmehr islamistischen Gemeinschaften ist es so, dass die Keuschheitsregeln für Frauen durchgesetzt werden sollen. Das muss nicht unbedingt sein, dass die Frau einen anderen Partner hat, sondern es kann sein, dass sie sich einfach frei anzieht, kein Kopftuch trägt und so weiter oder das Kopftuch ablegen möchte. Und so, das wird nicht erfasst. Das wird leider als häusliche Gewalt erfasst. Das ist es aber nicht. Es ist politisch motivierte Gewalt, die nicht nur das Ziel hat, die einzelne Frau zu bestrafen, sondern vor allem auch alle anderen Frauen abzuschrecken, ihre eigenen Rechte in Anspruch zu nehmen. Dann gibt es verschiedene Dimensionen wie digitale Gewalt, ein ziemlich starkes Feld, was weiter und weiter zunimmt, die natürlich erstmal nicht tödlich ist, aber tödlich enden kann, wenn Mordaufrufe gegen Frauen oder Hetze gegen Frauen dann in physische Gewalt enden. Auch sehr viel politische Gewalt in dem Feld. Politikerinnen werden aufgrund ihres Geschlechts kritisiert, ihnen wird die Kompetenz abgesprochen, aber auch jede andere Frau wird aufgrund ihres Geschlechts beschimpft online, in zunehmendem Maße tatsächlich. Und das sind so die Hauptformen, die im Moment diskutiert werden. Also eben leider politische Gewalt viel zu wenig. Und politische Gewalt fängt halt weit vor dem Mord an. Das ist dann nicht nur, dass Frauen massiv körperlich bedroht werden, sondern zum Beispiel Mädchen in bestimmten Gemeinschaften, wo die Regeln der Gemeinschaft über dem Grundgesetz durchgesetzt werden, werden zum Beispiel überwacht 24 Stunden, wenn die Frau aus dem Haus geht. Mit wem spricht sie? Wen hat sie angeschaut? Wie hat sie sich angezogen und so weiter, dann wird die Familie informiert. Es gibt Bestrebungen in Schulen, Mädchen und Jungen getrennt hinzusetzen, also Geschlechtertrennung durchzusetzen. All diese Formen sind Vorformen von physischer Gewalt. Und das sind eben Dinge, über die wir informieren. Und die andere Dimension, mit der wir uns stark beschäftigen, ist Außenpolitik. Und da geht es eben um Geschlechterapartheid. Also wir haben ja jetzt in den letzten 2, 3 Jahren viel über feministische Außenpolitik diskutiert. Entwickeln Konzepte für eine feministische Außenpolitik, die tatsächlich feministisch ist, nämlich die universalen Menschenrechte für Frauen durchsetzen möchte. Und da habe ich zum Beispiel für das Auswärtige Amt ein Paper geschrieben, wo ich vorgeschlagen habe, den Freiheitsgrad einer Gesellschaft anhand einer Skala von Geschlechterapartheid zu messen, anhand der Gesetze, die in den Ländern vorherrschen und die Gesetze, die dann auch durchgesetzt werden. Zum Beispiel gibt es im Iran, in Katar, in den ganzen Golfstaaten Gesetze, die Frauen zu unmündigen Wesen erklären. Frauen sind immer im männlichen Vormund unterstellt und es wird auch durchgesetzt und zwar mit massiver Gewalt. Frauen, die im Iran oder in den Golfstaaten Menschenrechte für Frauen fördern, werden des Terrorismus angeklagt und verurteilt.
gibt heute noch Frauen in Saudi-Arabien zum Beispiel, die deswegen im Gefängnis sitzen. Und das ist natürlich eine totale Geschlechterapartheit. Und dann gibt es Abstufungen, Familienrecht, das Teile der Scharia inkorporiert in Nordafrika, die das teilweise durchgesetzt wird und teilweise eben nicht, wo das Zivilrecht über dem Familienrecht steht eigentlich, und das wird teilweise zurückgedreht. Gerade im Irak hat man Gesetze erlassen, dass Mädchen ab 9 Jahre verheiratet werden dürfen. Vorher gab es das Zivilrecht, da dürften Mädchen nur erwachsen verheiratet werden, und jetzt ist es wieder zurückgedreht worden. Also solche Bestrebungen zu messen. Und es sind nicht nur islamistische Länder, sondern es sind eben auch Länder wie China, wo Frauen massiv verfolgt werden aufgrund ihres Geschlechts. Und das eben abgestuft und dann eben Handlungsempfehlungen dagegen und natürlich auch, weil wir in einer Welt leben, wo Diktaturen Krieg gegen Demokratien führen, und zwar nicht nur mit Waffen, sondern eben auch im digitalen Raum, dagegen vorzugehen mit Informationen. Das heißt eigentlich, dass Freiheit ganz anderes bedeutet für Frauen als für Männer. Männer sind von dieser Unfreiheit genauso betroffen wie von Frauen, aber sie spüren sie erstmal persönlich weniger. Also es ist ja auch so, dass Männer auch hier in Europa zwangsverheiratet werden und unter massiver Gewalt leiden in diesen Gemeinschaften. Aber sie werden nicht so überwacht wie Frauen. Sie gelten nicht so sehr als Maßstab für die Einhaltung zum Beispiel von islamistisch-fundamentalistischen Regeln. Aber sie haben natürlich auch darunter zu leiden. Und Freiheit von Frauen ist immer der Gradmesser der Freiheit einer Gesellschaft. Genauso wie die Freiheit von Minderheiten ein Gradmesser ist. Aber bei Frauen zeigt es sich als erstes. Und gerade wenn wir über Islamismus reden, Islamisten setzen sich durch im ersten Schritt immer, indem sie Frauen entrechten. Überall. Egal, wo Islamisten an die Macht kommen, sieht man, hat man im Iran 1979 gesehen, in allen anderen Ländern, wo islamistische Machthaber an der Macht sind. Jetzt sehen wir es leider live wieder bei den Taliban seit 3 Jahren. Das Erste, was sie machen, ist Frauenrechte einschränken. Und zwar sichtbar. Das Erste ist immer ein Gesetz zur Verhüllung von Frauen. Und dann dürfen Frauen nicht mehr auf die Straße, dann dürfen sie nicht mehr Sport machen, dann dürfen sie nicht singen, nicht mehr im Fernsehen auftreten. Jetzt soll man bei den Taliban, die haben heute anscheinend eine Verordnung erlassen, dass Frauenstimmen nur noch von den eigenen Angehörigen gehört werden sollen. Also nicht mal mehr eine vollkommen verschleierte Frau auf der Straße darf gehört werden. Das radiert Frauen also komplett aus. Und das ist ein ganz typisches Vorgehen von islamistischen Machthabern. Frauen werden aus der Öffentlichkeit einfach entfernt. Und damit werden Frauen komplett ausradiert. Aber warum geht die Frauenfeindlichkeit von Extremisten uns alle an? Naja, das ist eben, wenn wir es zulassen, dass Frauen in bestimmten Gemeinschaften, seien es islamistische Gemeinschaften oder auch, es gibt auch zum Beispiel Russlanddeutsche, die in strengen Glauben leben und ihre Frauen auch ziemlich die Freiheit verwehren. Wenn wir das zulassen, lassen wir zu, dass Gleichberechtigung nicht durchgesetzt wird. Und wenn wir das begründen mit einer kulturellen Komponente, wenn wir sagen, es gibt Kulturen, da ist es so und Frauen wollen so leben, dann machen wir möglich, dass auch wir wieder entrechtet werden. Also das krasseste Beispiel ist der 7. Oktober und die schrecklichen Sexualverbrechen, die an israelischen Frauen begangen wurden. Wenn wir sagen, Vergewaltigung ist nicht in Ordnung, aber Israel hat dies und das gemacht, lassen wir das Aber zu. In dem Moment, wo ein Aber da ist, betreiben wir Täter-Opfer-Umkehr. Weil die Frauenrechtsbewegung unserer Großmütter und Mütter und deren Vorfahren ging immer darum, dass Frauen, wenn sie Opfer werden von Gewalt, nicht schuld sind an der Gewalt. Sobald wir aber sagen, aber sie ist doch Muslimin und möchte so leben, aber Israel hat dies und das gemacht, aber sie hätte doch einfach nachts nicht auf der Straße sein müssen, aber sie hat Alkohol getrunken, aber sie hat einen Minirock an, machen wir die Frau zur Schuldigen der Gewalt, die ihr angetan wird, und damit beschränken wir unsere Rechte wieder. Wir machen die Tür auf, zu sagen, Frauen haben nicht das Recht, nachts auf die Straße zu gehen im Minirock und betrunken, ohne dass ihnen eventuell Gewalt angetan wird. Und damit entlasten wir die Täter. Und wer dieses Aber einführt, egal ist, ob es jetzt um islamistische Strukturen oder andere Strukturen geht, entrechtet damit alle Frauen. Also wir machen die Tür wieder auf, dass es zurückgedreht wird. Und wir haben sehr hart kämpfen müssen. Unsere Großmütter haben sehr hart gekämpft für unsere Rechte. Das, was ich eben beschrieben habe in den Golfstaaten und im Iran, dass Frauen unmündig sind, hatten wir bis in die 70er Jahre. Da mussten die Ehemänner noch die Arbeitsverträge für die Frauen unterschreiben. Das ist nicht allzu lange her. Ich bin in den 70er Jahren geboren.
Und erst in den 90ern wurde zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand in Deutschland. Und wenn wir ein Aber einführen, riskieren wir, dass diese Rechte, die hart erkämpft wurden, wir wieder verlieren. Weil es gibt immer ein Aber. Es gibt immer jemand, der erklären kann, warum die Frau schuld ist an der Gewalt, die ihr angetan wird. Aber da Sie jetzt der 7. Oktober erwähnen, die sexualisierte Gewalt an dem Tag ist erschreckend. Also ein Ausmaß, was wirklich unglaublich ist. Warum ist dann die Solidarität selbst der Frauenorganisationen gegenüber den Israeli-Frauen so gering gewesen? Weil es einen Trend gibt seit ungefähr den 80er Jahren, vor allem an den Universitäten, vor allem im postkolonialen Denken, das, was sich heute intersektionaler Feminismus nennt, nicht mehr als Maßstab Menschenrechte zu nehmen, die allen Menschen zustehen, unabhängig von sexueller Orientierung, Geschlecht, Hautfarbe und so weiter, sondern zu denken, dass Gruppen bestimmte Rechte haben. Und je mehr sie diskriminiert werden, zum Beispiel aufgrund von Merkmalen wie Hautfarbe und Religion, desto mehr müssen sie geschützt werden. Und das, was innerhalb der Gruppen passiert oder was Gruppen, die stark diskriminiert werden oder vielleicht sogar angegriffen aufgrund ihres Glaubens und ihrer Herkunft, wenn die Gewalt verüben, wird es nicht mehr wahrgenommen, weil sie per se als Opfer gesehen werden. Und dieses Denken hat sich mehr und mehr verbreitet in den letzten 50 Jahren, wird ja auch massiv gelehrt an den Universitäten, unter anderem Denkschulen wie Judith Butlers. Und wenn dann Frauen wie die israelischen Frauen angegriffen werden, die als weiß gelten, was übrigens totaler Humbug ist, aber als weiß, als mächtig, als privilegiert, und die Täter kommen aus einer Gruppe, die als Opfer angesehen werden, wie zum Beispiel arabische Palästinenser, dann passt es nicht mehr in dieses Denkschema. Dann passt es nicht mehr in das Schema, dass es nicht nur Gruppenzugehörigkeiten gibt, sondern eigentlich, und das war eigentlich der Ursprung von intersektionalem Denken, jede Person immer in ihrer individuellen Umgebung gesehen werden muss und die Diskriminierung, die sie erfährt, immer individuell ist. Zum Beispiel kann eine Frau, die schwarz ist, diskriminiert werden von weißen Männern und weißen Frauen, aber auch von schwarzen Männern. Und dieser Fakt, dass die ebenso von schwarzen Männern diskriminiert werden könnte oder von arabischen Männern und Frauen zum Beispiel, wird dann mittlerweile ignoriert, ist verloren gegangen. Und bei Israel kommt natürlich dazu, dass es einen starken antisemitischen Bias gibt. Und das spielt auch damit. Also zu denken, dass israelische Frauen privilegiert sind, ist natürlich ein antisemitisches Stereotyp, weil Juden dann als mächtig, als wohlhabend, als die Welt steuernd und so weiter gesehen werden und nie Opfer sein können in diesem antisemitischen Denken. Und das ist die eine Schule, die eine Denkrichtung bei linken Feministinnen, und Feminismus ist ja traditionell eher links, es war immer eine linke Bewegung, sich für Menschenrechte einzusetzen, dass das abgenommen hat, zu sagen, es gibt universale Menschenrechte, ist eben eine wahnsinnig gefährliche Entwicklung. Und die andere ist das alte linke Denken, was von der Sowjetunion massiv auch damals schon in hybrider Kriegsführung gefördert wurde, dass der Kapitalismus der Feind ist. Und wenn der Kapitalismus sich auflöst, wenn alles im Kommunismus aufgeht, dann gibt es keine Nebenwidersprüche, so hat man das genannt. Das heißt, Minderheitenrechte, Frauenrechte werden erreicht, wenn der Kapitalismus besiegt ist. Und in den antisemitischen linken Zirkeln hat sich dieses Feindbild von Kapitalismus zu dem Kapitalisten im antisemitischen Denken, zu dem Juden und damit dem jüdischen Staat gewendet. Das heißt, wenn Israel beseitigt ist, dann gibt es Frauenrechte auch für Palästinenserinnen. Das ist natürlich absurd eigentlich, aber tatsächlich findet dann das in Texten von Gruppen wie Zora, die eine in Anführungszeichen feministische Gruppierung sind, die gegen Israel hauptsächlich hetzt. Und das ist das alte sowjetische Denken, dass wir gehen gegen Kapitalismus vor und die Welt ist ein Paradies. Und das ist natürlich sehr naiv und auch jetzt holzschnittartig von mir dargestellt, aber das ist das, was auch in diese intersektionalen Strömungen dann eingeflossen ist in diesem Denken. Und Aber die machen halt die Übertragung nicht. Die übertragen nicht, dass Menschenrechte, wenn man sie bestimmten Menschen abspricht, weil man sagt, die sind weiß und privilegiert, dass man sie sich selber auch abspricht, und zwar allen Frauen. ja, aber dass diese akademische Kreise, sagen wir mal so, auch hier nicht erkennen, dass diese organisierten Extremisten so eine Gefahr sind für uns alle. Das ist schon auch merkwürdig, oder? Welche Rolle spielt da zum Beispiel Katar, die auch alle diese Universitäten in den USA finanziert? Alle nicht, aber viele Elite-Universitäten haben zumindest katarisch finanzierte Zweige.
Das eine ist, glaube ich, die westliche oder hier verbreitete Einstellung, die sehr rassistisch ist übrigens, gegenüber gerade interessanterweise auch in linken Kreisen, dass man denkt, wir beschützen die, wir beschützen Frauen, wir beschützen Musliminnen, wir beschützen Menschen mit anderer Hautfarbe und sich aufspielen als Hüter für diese Menschen, was Ahmad Mansur, wir sind nicht eure Kuscheltiere, genannt hat. Und dann ist die rassistische Sichtweise auch, die wollen doch so leben. Das wird mir übrigens zum Beispiel im Auswärtigen Amt in Diskussionen teilweise gesagt, wenn es um den Iran geht, ja, aber das sind doch Muslimen, als wenn Muslimen vergewaltigt oder gefoltert werden würden, wollten in Gefängnissen, was absurd ist. Ja, gerade in den islamischen Ländern gibt es eine massive Freiheitsbewegung, nicht nur im Iran. Aber das ist das rassistische Denken, ja, diese Leute wollen so leben. Und das andere ist dann natürlich, dass es ausgenutzt wird und gerade diese Bestrebungen, universale Menschenrechte zu unterhöhlen, werden gerade von Staaten wie Katar gefördert. Und Katar unterstützt schon sehr lange die Muslim Brotherhood, also eine extremistische Organisation, die zum Ziel hat, einen islamistischen weltweiten Staat einzuführen. Die Hamas ist Teil der Muslim Brotherhood, das ist der militante Teil. Al Jazeera ist ein Teil dieser Organisation, der eben auch in unsere Wohnzimmer diese Informationen spielt. Und die haben ihr Geld halt strategisch so eingesetzt, dass sie die öffentliche Meinung beeinflussen. Und die haben früh erkannt, dass wenn man die Universitäten beeinflusst, dass man dann die jungen Generationen beeinflusst. Und machen das übrigens auch hier. Hier ist es nicht so gut untersucht wie in den USA. Aber auch etliche deutsche Universitäten haben Partnerschaftsverträge mit katarischen Universitäten. Und es gibt zum Beispiel die Lobbyorganisation von Katar. Der Divan heißt es, ein Kulturhaus in Berlin, und die laden regelmäßig dann Regierungsvertreter, Abgeordnete, Künstler, Repräsentanten des öffentlichen Lebens ein, um ihnen die katarischen Ideen unterzujubeln. Und dann nutzen die natürlich auch Missverständnisse aus. Ich war einmal beim Divan, da gab es eine Veranstaltung vor den Wahlen in Katar, und da hat der Botschafter dann gesagt, naja, wir sind auch gleichberechtigt. Unsere Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer. Und wir haben sogar eine Quote, anders als ihr im Parlament. Und wenn die Frauen nicht gewählt werden, dann bestimmt der Emir die Frauen, die ins Parlament kommen. Und da wird halt verwechselt Gleichstellung und Gleichberechtigung, was bei uns ja auch oft in der Diskussion verwechselt wird. Es ist eben nicht eine Frau im Parlament ist gleich Frauenrechte. Frauen können genauso frauenfeindlich sein wie Männer. Nur weil eine Frau da sitzt, heißt das nicht, dass die Frau Frauenrechte vertritt. Und wenn der Emir sagt, die und die und die drei Frauen, die sitzen jetzt im Parlament oder sechs Frauen, dann sind das Frauen, die vermutlich eher auf der Linie des Emirs sind. Und es ist keine Menschenrechte für Frauen, die vertreten werden. Aber das wird bei uns oft verwechselt. Und da ist es auch sehr leicht, da anzusetzen und die Meinung zu beeinflussen. Vor kurzem wurden in Wien die Konzerte von Taylor Swift abgesagt, und zwar eben aus Angst vor extremistischen Attacken. Welche Implikationen sind da also für uns alle im Grunde, wenn sowas hier passiert, bei uns, also im Ja, Westen? bei Taylor Swift war die Absage aufgrund von Islamisten, die gedroht haben, Anschläge auszuüben. Und es gab ja einen Vorläufer. Es gab 2017 einen Anschlag auf das Konzert von Ariana Grande in Manchester, wo die Todeszahlen unheimlich hoch sind, über 100 Verletzte und mehrere Tote. Und die Fans von Ariana Grande und Taylor Swift gleichen sich. Es sind junge Frauen und Mädchen hauptsächlich. Und beide Popstars verkünden so eine Art feministischen Lifestyle, also zumindest selbstbestimmtes Leben, eigenes Geld verdienen, sich nicht von Männern die Butter vom Brot ziehen lassen und so weiter. Ein bisschen popmäßig natürlich, aber die Mädchen nehmen das stark an. Und das ist eben, nachdem man Frauen aus dem öffentlichen Raum verbannt hat, die einer der Vorstufen dazu von Islamisten ist immer Musik, Tanz und die freie Bewegung von Frauen zu behindern. Und Anschläge auf Konzerte sind sowieso Konzerte, sind nach islamistischem Denken haram, also verboten. Gesang ist verboten, Frauen, die halbnackt öffentlich tanzen, sind auch verboten. All das widerspricht dem islamistischen Denken, und Anschläge sind natürlich ein Mittel, das zu unterbinden. Das ist ein direkter Angriff auf unseren Lebensstil, auf eine Spielart der Freiheit, die wir hier leben. Aber es ist vor allem natürlich auch gerichtet gegen Frauen. Und interessanterweise ist der Haupttäter von Manchester, Salman Abedi, vorher festgenommen worden, einmal, weil er eine Kommilitonin körperlich angegriffen hat, die sich seiner Meinung nach unzüchtig angezogen hatte. Also es ist schon vorher mit Frauenfeindlichkeit aufgefallen, und es ist nicht verfolgt worden und nicht ernst genommen worden. Also er hatte dieses Denken schon demonstriert, aber es wird eben bisher nicht ernst genommen, dass
Islamismus immer auf Geschlechterapartheit beruht, Frauenfeindlichkeit immer ein Radikalisierungsfaktor ist und es wird nicht erkannt und daher wurden auch die Konzerte von Taylor Swift meiner Meinung nach nicht gut genug abgesichert. Also man muss das mitdenken. Und in islamischen Ländern werden Frauen gezielt umgebracht. Frauen, die für Frauenrechte eintreten, werden mit Drive-by-Shootings, Bombenanschlägen umgebracht. Radiostationen, Zeitungsredaktionen für Frauen werden zerbombt. Mädchenschulen werden massiv angegriffen von Boko Haram, den Taliban und anderen Islamisten. Massiv, damit Frauen keine Bildung bekommen. Das sind systematische Anschläge gegen Gleichberechtigung. Und es wird weiter überhaupt nicht diskutiert. Also, jetzt kommen wir zu Ihnen. Sie sind sehr engagiert und beliebt. Wie schaffen Sie es, die Menschen zu bewegen? Ich weiß nicht, ob ich so beliebt bin in allen Kreisen. Ich glaube eher nicht, aber ich glaube, was viel hilft, ist daran zu erinnern, wie bei uns Frauenrechte erkämpft wurden. Weil dass es eine religiöse Komponente gibt bei Frauenunterdrückung, ist den meisten bei uns bewusst, aber trotzdem wird Frauengeschichte leider immer schnell vergessen. Also ich habe im Geschichtsunterricht nichts über Frauengeschichte gehört, außer eine kurze Erwähnung der Suffragetten beim Wahlrecht. Aber obwohl es damals nicht lange her war und meine Mutter mich noch an der Hand auf die Domplatte, ich komme aus Köln, gezogen hat, um gegen Abtreibungsrechte zu demonstrieren, wurde überhaupt nichts gelehrt über den Kampf von Frauenrechten im Westen. Und deswegen wird bei uns immer wieder vergessen, dass Frauenrechte keine Selbstverständlichkeit sind und dass es auch hier gegen religiöse Überzeugungen ging. Der Slogan, den jetzt die Inderin nach dieser Vergewaltigung einer, was ist das bei uns auf Deutsch? Was heißt Krankenschwester? Nach einer Krankenschwester in Indien rufen ist Take Back the Night. Und das war der Slogan in den Ende der 70er Jahre. Wir nehmen uns die Nacht zurück, wir dürfen ausgehen. Also gegen die Kirche. Meine Mutter hat noch erzählt, dass als sie das erste Mal eine Jeans angezogen hat, eine Hose mit 17, die kommt aus einer katholischen Familie, ist meine Großmutter auf die andere Straßenseite gegangen, weil sie sich so geschämt hat in ihrem Dorf. Das ist nicht lange her und das ist ja auch bei uns der Fall gewesen, dass Frauen komplett kontrolliert wurden von Keuschheitsregeln. Und wenn man das erklärt und die Gefahr dann auch da drin für unser Leben, wir sind so gewohnt, frei zu leben, was da drin steckt, dann verstehen es die meisten Leute. Und dann muss man halt auch über Phänomene diskutieren, die mehrheitlich muslimische Frauen treffen, bei uns bis zum Tod, ne, wenn sie sich selbstbestimmt leben wollen, muss man sie ganz oft ins Ausland schaffen, weil die Familien sie so massiv bedrohen. Aber natürlich auch andere Frauen treffen Phänomene wie die Silvesternacht in Köln. Sind Männer gewesen, die in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die sexualisierte Gewalt gegen Frauen systematisch einsetzt, wenn diese Frauen sich nicht islamistischen Regeln unterwerfen. Und natürlich jemand, der damit aufgewachsen ist, versteht unter Umständen nicht, dass es nicht in Ordnung ist, wenn es ihm nicht sehr deutlich gemacht wird. Und es wird bei uns bisher nicht gemacht, auch aus einem falsch verstandenen Toleranz für Täter. Und wird vergessen, dass diejenigen, die da Täter sind, erstens natürlich nicht alle Migranten sind, sondern man muss zwischen den Migranten in der Gesamtheit und den Tätern unterscheiden. Aber die Täter gehen dann meistens auf die Frauen los, die den gleichen Migrationshintergrund haben. Und die leiden am meisten. Und das wird bei uns vollkommen ignoriert. Na, deswegen arbeitet man auch viel mit Männern, so wie Ahmed Mansour macht, ne? Genau, eigentlich müsste man Männerforschung betreiben, vor allem Täterforschung. Also es gibt jetzt wieder mal eine Studie vom BKA über Viktimisierung von Frauen. Das sind immer Viktimisierungsstudien und ich kann Ihnen rückwärts nachts um 3 runterbeten, was da rauskommt. Jede dritte Frau hat sexualisierte Gewalt erlebt. Frauen meiden den öffentlichen Raum, vor allem nachts. Die Übergriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln steigen und so weiter. Das wissen wir alles. Was ich wissen will, ist, wer sind die Täter? Warum sind die Täter Täter? Wie häufig werden die Täter zu Tätern? Ist es einmalig? Ist es mehrmalig? Wie hoch ist die Intensivität? Und was kann man zur Prävention tun? Und es wird immer nur bei den Opfern angesetzt, was übrigens auch eine Täterschuld, also eine Schuldumkehr ist. Ne? Zu sagen, ja, Frauen müssen dann in München diese komischen Taxi-Gutscheine. In München kriegt man als Frau einen Taxigutschein, sodass man für 10 Euro weniger nach Hause fahren kann. Was soll der Quatsch? Ich will einfach nachts nach Hause, ohne belästigt zu werden. Ich will nicht gezwungen werden, ein Taxi zu nehmen, das ich dann noch teilweise selber zahlen muss. Ich will, dass die Männer gezwungen werden, einen anderen Weg zu nehmen, wenn sie sich nicht beherrschen können. Das ist ja Ja, ein ehrliches Bild, anzunehmen, dass Männer sich nicht im Griff haben müssen. Ne? zumal Ja. Taxifahrer nicht alle so perfekt Auch sind. nicht unbedingt ungefähr sind. Ja. Ja, wie sieht die Zukunft aus? Welche Pläne haben Sie?
Wie können wir bei Ihnen mitmachen? Also wir sind vorsichtig in unserem Verein. Aufgrund der Erfahrung von anderen Frauenvereinen, wo dann Leute stark eingetreten sind und der Verein gekippt ist, deswegen nehmen wir keine Mitglieder auf. Man kann Fördermitglied werden, sehr gerne. Man kann vor allem unsere Inhalte verbreiten. Das hilft mit am meisten. Es würde uns sehr helfen. Das wird bei uns in der Demokratie oft vergessen, direkt mit den Abgeordneten zu reden, sie aufzuklären, zum Beispiel über die Frau Leben Freiheit Bewegung im Iran, über Ehrenmorde hier, immer wieder darüber zu publizieren. Also Frauen sind zu wenig laut, meiner Meinung nach. Also es wäre gut, wenn mehr Frauen lauter sind, gerade Frauen, die für Menschenrechte für Frauen eintreten, in der Presse und überall auf sozialen Medien laut und deutlich ihre Meinung sagen und sich auch nicht einschüchtern lassen. Das sind so direkte Möglichkeiten und vor allem die Möglichkeit, tatsächlich die Abgeordneten aus dem eigenen Wahlkreis in der Sprechstunde zu besuchen und mit ihnen zu reden über die Situation von Frauen und dann zu fordern, dass Schutzmaßnahmen für Frauen sind großartig, wir brauchen Frauenhäuser, wir brauchen all das, aber wir verbrauchen vor allem Täterforschung. Also wir brauchen Forschung, die tatsächlich Gewalt gegen Frauen verhindert. Und dass es wirkt, sehen wir daran, dass Gewalt gegen Kinder enorm abgenommen hat durch Ächtung. Also und das ist übrigens auch der große Unterschied bei Ehrenmorden, den ich immer anführe. Wenn ein deutscher weißer Mann seine Frau umbringt oder schlägt, wird er wahrscheinlich nicht von den Nachbarn zum Kaffee eingeladen und kriegt gesagt, das war super, die Frau hat sich das verdient. Und das ist die Ächtung, die bei uns stattgefunden hat, glücklicherweise durch die Aufklärung, durch die Frauenbewegung, auch bei Gewalt gegen Kindern. Ja, es wird nicht mehr toleriert, dass man seine Kinder grün und blau prügelt, glücklicherweise. So eine Aufklärungserfahrung. Und dasselbe muss passieren, dass es für alle Frauen gilt. Und bei Ehrenmorden ist es so, dass die Umgebung der Täter die Täter schützt und lobt und bestärkt in ihrem Tun. Das muss aufhören. Wir müssen über Gewalt reden. Und zwar in allen Varianten und in allen Formen. Und die muss geächtet werden. Toll, toll. So, die letzte Frage. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das? Ich würde mir wünschen, dass das Bundesinnenministerium aufhört, Frauen als Frauen und Gedöns ans Ministerium für Frauen, Familie, Senioren und Pipapo abzuschieben, sondern die Sicherheit von Frauen zentrales Element unserer Demokratie wird. Sicherheit ist die Voraussetzung für Freiheit und die Sicherheit von Frauen ist der Gradmesser für die Freiheit in unserer Demokratie. Das heißt, es muss diskutiert werden über Täter, über religiöse, tradierte und politische Faktoren von Gewalt gegen Frauen. Es muss eine Strategie entwickelt werden, und zwar nicht in dem Sinne von verschiedene Gruppen haben verschiedene Ansätze, sondern grundsätzlich gelten alle Rechte für alle Menschen, auch für sexuelle Minderheiten und so weiter. Und es muss diskutiert werden, was Frauen angetan wird und was die Ursachen sind, und zwar nicht bei den Frauen, sondern bei den Tätern. Diesen Wunsch hätte ich, das würde wahnsinnig viel ändern bei uns. Toll, ich hoffe, Sie hören das da oben ins Innenministerium. Ja, Frau Faeser, bitte. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und für Ihre Arbeit, Frau Schönenbach. Vielen Ja, vielen Dank. Dank für die Einladung.